Warum bitteschön liegt Halle an der Saale und nicht am Meer? Dort ist es doch viel schöner. Die Wellen rauschen am Strand und die Sehnsucht folgt den Schiffen am Horizont. Das ist die Frage, die man sich in der aktuellen Ausstellung im Kunstmuseum Moritzburg stellt, und das Segelboot im Innenhof lädt zum Träumen ein. Halle am Meer. So der Titel der Konzeption, zu der ein erster Teil in der Kunsthalle Talstraße gehört, zeigt Arbeiten aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die Gegenwart und zugleich einen Überblick über die Traditionen, die es Künstler und Künstlerinnen auf die Halbinsel Dars zieht, um dort zu arbeiten. Es gibt zwei besondere Sachen. Das eine ist, dass wir überhaupt das erste Mal einen Blick werfen, so ganz konzentriert auf ungefähr 100 Jahre Verhältnis der hallischen Künstler zur Ostsee. Und das zweite Besondere, und beides ist, glaube ich, wahnsinnig gleichberechtigt, ist, dass wir auf die Art und Weise einen Blick werfen oder präsentieren, wie wunderbar und wie leistungsstark die hallische Kunst in den letzten 100 Jahren war und auch noch heute ist. Und da spielt eben auch die Kunsthochschule Burg Giebichenstein eine entscheidende Rolle. Mit einem Exkurs in die 50er Jahre wird die politische Bedeutung dieser Flucht an den Rand der sozialistischen Kunstdiktatur deutlich. 1951 machte Ulrich Knispel als Lehrer mit 27 Studierenden 4 Wochen Naturstudien in Ahrenshoop. Mit den Arbeiten entstand eine kleine Ausstellung, die so gar nicht die Erwartungen des stellvertretenden Chefredakteurs Wilhelm Giernius vom Neuen Deutschland erfüllte. Er trat eine aus heutiger Sicht völlig sinnlose und auch sehr dumme Diskussion über Formalismus und SED-konforme Kunsterwartung los, in deren Folge renommierte Lehrer, geachtete Professoren und vielversprechende Studenten die DDR verließen und in den Westen flüchteten. Der Strand der Ostsee blieb aber weiter, die Grenze zwischen Heimat und Freiheit, zwischen Stadt und Land und zwischen den Systemen. Vor allen Dingen reden wir natürlich über die 40 Jahre DDR-Zeit, wo natürlich mit so einem vermeintlich harmlosen Motiv wie einer Strandszene auch immer eine politische Aussage mit verbunden ist. Entweder darüber, dass natürlich die Strandzone auch eine Grenzzone in der DDR war. Es ging halt jenseits des Strandes nicht mehr weiter. Und das wird selten bei den hallischen Künstlern ganz explizit zum Thema gemacht, aber es schwingt ganz oft immer mit, alleine schon darüber, wenn man schaut, wie sich die Perspektiven der Personen verändern. Am Anfang, in der Nachkriegszeit, schauen die Menschen noch raus in die Ferne, aufs Meer. Später wendet sich der Blick und die Menschen schauen ins Land hinein. Also wenden quasi dem Ausland, der Grenze, den Rücken zu. Und ansonsten fällt auf, dass es bei der hallischen Malerei, anders als bei den Leipziger oder Dresdner Kollegen, ganz oft quasi menschenleere Szenen sind oder ganz wenige vereinzelte Menschen nur vorkommen. Also hier ist es wirklich so dieses ruhige, melancholische aus den 50er Jahren, was eigentlich typisch ist für die hallische Schule und eigentlich die gesamte Zeit bis heute auch angehalten hat. Und jetzt kommt es also darauf an, ob man als Zeitgenosse der Maler und Malerinnen sich zu Hause fühlt in den angedeuteten Symbolen und Zeichen oder ob man versucht, sich einen neuen und dann eigenen Zugang zu verschaffen, um die Bilder, die Grafiken, die dreidimensionalen Objekte und Fotos in den künstlerischen und möglicherweise auch politischen Kontext zu stellen. Denn die gesellschaftlichen Konflikte hören ja mit dem Ende der SED-Diktatur nicht auf. Es werden eben nur andere. Wir haben ja mehr oder weniger bewusst auch die Ausstellung im Sommer gemacht. Es ist eine schöne Sommerausstellung und ich glaube, das ist eine Ausstellung, wo man einfach auch mal in der Malerei wieder schwelgen kann, in der hallischen Malerei, und zum anderen darauf achten, ja, das wäre eigentlich so wirklich mein Wunsch oder die Hoffnung, die ich mit der Ausstellung verbinde, dass unser Publikum wahrnimmt, dass Halle nicht irgendein Kunststandort ist, sondern dass wir hier wirklich gerade in der Zeit dann nach 1945 eine ganz, ganz besondere, relevante Schule, ohne dass das quasi schulbildend im institutionellen Sinne war, dass sich das hier herausgebildet hat. Und das ist bis heute leider noch viel zu wenig bekannt. Zu der Ausstellung ist ein umfangreicher Katalog entstanden, der beide Teile, also auch die Ausstellung in der Talstraße, beinhaltet. Und um sich ein Bild zu verschaffen, wie Halle von der Saale dann doch an das Meer kommt, hat man als Besucher bis zum 17. September Zeit. Und womöglich kommt bei Ihnen auch die Sehnsucht wieder und Sie hören die Wellen rauschen und die Möwen schreien.